Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. Es ist schon wieder Wochenende und damit geht es hier weiter. Ich habe mich schön brav die ganze Woche über eingeloggt, um nicht den Login-Bonus verfallen zu lassen. Ja. Und habe immer wieder Steinchen eingesammelt, habe noch die Aufgaben fertig gemacht bei den Tier 4 Pferden und jetzt kann ich tatsächlich da gar nichts mehr machen, denn ich habe für alle, hätte ich jetzt die passende Anzahl. Ich überlege ja immer noch an dem Rocky Mountain. Ein mysteriöses Geschenk. So. 32 weitere und wir werden alle öffnen. Was bekommen wir? Wir bekommen 3x Hafer, 3 Perlen und 2300 Münzen. Yay! Okay, ihr habt mich wieder besucht. Ich habe mit meinen Pferden gezüchtet. Ich war als Stallbursche aktiv, ja. Ich habe die Pferde gestreichelt. Ups, das wollte ich noch gar nicht machen. Das hier muss ich einmal wegklicken, oder? Nee, doch nicht. Werbung wollen wir uns jetzt nicht angucken. Mir wurde geholfen. Und könnten unsere Lieblingspferde teilen mit Hashtag Horsehaven auf Twitter. So, gut. Wir sammeln hier erstmal ein. Ach, guck. Unser Hannoveraner ist schon erwachsen. Unser Adesco, den haben wir am Montag, als ich ja Riding Club Championships ursprünglich übertragen wollte, wo es aber noch nicht auf Steam kam, da habe ich ja dann erst ein bisschen Horsehaven im Livestream gemacht und da hatten wir ihn geholt aus dem Zuchtstall. Und jetzt ist er schon erwachsen. Ich habe hier noch nicht das Futter, dann kann ich ihn erstmal trainieren schicken. So, so. Zack. Kann ich hier gerade noch irgendein anderes Pferd trainieren? Nee. Hatte ich denn noch ein Pferd mit Level Up? Ja! Lady hatte noch ein Level Up. Unsere Shire Horse Stute. Ist Level 15 geworden. Springen auf Silber, das will ich sehen. Ich will gerne mal ein Shire Horse in dem L springen sehen oder sowas. Da bebt dann der Boden. So, wir bekommen aber 20 Diamanten. Die sind mir tatsächlich lieber. So, jawoll. Wunderbar, 686 Diamanten haben wir jetzt. Das tut doch ganz gut. Ich werde jetzt erstmal nichts ernten, auch wenn ihr euch dann wieder fragt, wieso, weshalb, warum. Ich habe hier natürlich auch ein bisschen mehr Fragen, noch ein paar Fragen beantwortet. 3 habe ich schon freigeschaltet und das hier werde ich jetzt hoffentlich freischalten. Das war, oh Gott, ich habe aber schon wieder vergessen, was das war. Es war positiv. Jetzt habe ich 2x das Falsche genommen. Welches der folgenden Sternzeichen zählt nicht zu den Wasserzeichen? Krebs, Wassermann, Skorpion. Das war doch der Wassermann, interessanterweise. Finde ich nach wie vor lustig. So. Genau, und wir könnten jetzt hier noch ein Geschenk abholen. Nein, jetzt habe ich das freigeschaltet. Shit. Oh Mann, jetzt habe ich gar keine Saphire mehr. Das ist blöd. Da muss ich unbedingt gucken, dass ich hier mit dieser Rasse dann das nächste Mal so viele Saphire wie möglich freischalte. Ich habe gar keine mehr. Das ist bitter. Das ist bitter. Okay, ich kann jetzt ein hübsches Rocky Mountain züchten. Aber das ist trotzdem, es ist extrem bitter. Und ich habe hier noch ein Geschenk und das hängt fest. Oh shit. Oh shit. Das könnte mir jetzt zum Problem werden mit dem englischen Vollblut. Ich dachte, ich könnte das vielleicht noch irgendwie abholen, weil da noch ein Geschenk war, dass man dann nochmal gefragt wird, willst du es wirklich freischalten? Aber nein. Och, das ist jetzt... Oh. Ja, dann hoffe ich doch jetzt mal, dass ich jetzt irgendwie währenddessen noch an... nee, ist das Saphire, sind das ja nicht Smaragde, sind das? Nee, doch, das ist Saphir. Smaragdgrün. So. Oh, das ist doof. Das ist blöd. Dass ich meine Stimme schon wieder verabschiede, ist auch blöd. Ich habe momentan, ich glaube, ich muss mir mal irgendwie so einen Tee kaufen oder so. Ich habe irgendwie... es ist nicht, als ob ich erkältet wäre, aber ich weiß es nicht, ganz komisch. So, Amadeus ist Level 13 geworden. Vielleicht bekommen wir da ja auch mal noch irgendwie Diamantchens. Und... Nein, wir bekommen 8x gelbes Futter. Dann sollten wir gleich mal noch gucken, was denn das nächste Mal die Diamantrasse wird. Damit ich vielleicht dahingehend schon mal züchten kann, dass ich noch diese paar extra Aufgaben machen kann. So, und Kitty hatte auch ein Level Up, habe ich gesehen. Da, Kitty.
Und da ist es wieder abgeschmiert. Ja, das ist, wie gesagt, das ist der Grund, weshalb ich meistens das Füttern nicht mache in den Aufnahmen. Das spinnt leider immer etwas rum. Bisschen ungünstig. Naja gut, naja gut. Ach ja. Ist es bei euch jetzt eigentlich auch schon so herbstlich? Bei uns ist es jetzt richtig kühl und nicht mehr schön. Der Sommer ist jetzt endgültig wohl vorbei. So, Kitty ist Level 12 geworden. Sie könnte ein bisschen was in Geschwindigkeit aufbauen, ja? Das wäre nicht schlecht. Obwohl ich ja eigentlich mit ihr sowieso keine Rennen machen werde. Wir haben 5 von diesen Möhrenmuffins bekommen. Die nehmen wir natürlich gerne mit. Und wir haben sogar noch das Futter hier. Können wir sie auch gerade mal noch damit füttern, dann bekommen wir Erfahrungspunkte. Ich brauche ja noch so viel bis Level 35. So. Kitty kann jetzt noch trainieren. Angel kann trainieren. Wizard kann auch trainieren. Die beiden sind austrainiert. So, jetzt will ich doch mal gerade gucken im Horsepedia. Ja, jetzt habe ich einen Rocky Mountain und einen Quarter. Ich wusste tatsächlich nicht mehr, wie es beim Quarter ist. Oder wie ich das beim Quarter damals gemacht habe, ob man da nochmal gefragt wurde. Das ist jetzt echt ärgerlich. Das nächste ist ein Paint Horse, was uns die Smaragde bringen würde. Was ein bisschen blöd ist, denn ich habe keinen Paint Horse. Das heißt, ich sollte vielleicht gucken, dass ich bis dahin mal noch einen Paint Horse gezüchtet bekomme. Wollte ich ursprünglich sowieso immer mal noch, weil ich die sehr hübsch finde. Ach, Andalusia und Tennessee Walker. Andalusia American Indian, Andalusia Canadian Pacer. Ich sollte definitiv gucken, dass ich irgendwie einen Andalusia bekomme. Das war eins der allerersten Pferde, die man freigeschaltet hat. Wo können wir den? Können wir den irgendwo kaufen? Können wir irgendwo einen Andalusia kaufen? Gotland Pony, Assateague, Canadian, Canadian. Das ist blöd. Ja, einen Tennessee Walker haben wir ja. Das ist nicht das Problem, aber einen Andalusia bräuchten wir. Und einen Andalusia bekommen haben wir mit einem Missouri Foxtrotter und einem Quarter. Haben wir aber beides nicht. Das heißt, ich bräuchte dringend einen Quarter. Ich brauche definitiv einen Quarter. Können wir denn hier wenigstens einen Quarter kaufen? Sieht schlecht aus. Komm, wir refreshen einmal. Olof Traber, Rocky Mountain, Canadian Pacers. Wie kommen wir an ein Quarter? Mustang und Ardenne. Mustang Bretone, Mustang Meron. Ja, toll. Ja, dolle Wurst. Dann, ihr Lieben, muss ich mal ganz an den Anfang meiner Freundesliste. In der Hoffnung, dass da noch irgendjemand einen Andalusia hat. Oder ein Quarter, aber vielleicht schon am besten tatsächlich ein Andalusia. Und den hat man wirklich ganz, ganz, ganz am Anfang bekommen. Ich glaube, das war mit das zweite Pferd? Bei mir war es, glaube ich, mit das zweite Pferd, was ich bekommen habe. Gott, jetzt hört ihr hier diese Mausgeräusche. Elena. Elena S. Ist bei mir die mit dem niedrigsten Level. Gucken wir doch mal. Oh, wir haben eine Aufgabe abgeschlossen. Hier haben wir auf jeden Fall einen Appaloosa. Genau, Appaloosa war das zweite Pferd, ein Quarter. Ich werde aber noch mal, noch ein bisschen weitergehen. Aber Quarter wollte ich eigentlich auch mal züchten. Das kann auch jetzt. Es ist jetzt auch nicht so falsch, wenn ich mir einen Quarter hole. Sorry hier für die Mausgeräusche die ganze Zeit. Gucken wir mal bei Dylan. Schauen wir da mal vorbei. Das ist ein amerikanischer Traber, oder? Ja. Und das ist ein Canadian? Jo. Okay, das sieht hier eher schlecht aus. Ja. Nee, dann versuchen wir einfach mit Ocean eine Zucht eines Mustangs. Vielleicht klappt es ja. Vielleicht klappt es ja. Ich überlege nur gerade, Tennessee Walker haben wir, glaube ich, einen Hengst. Das heißt, eine Quarter-Stute wäre ganz cool. So, machen wir einfach mal. Muss ich mal schauen, mit welchem Pferd ich züchte. Was ist denn das? Das ist ein Hengst. Züchten. Dann züchten wir mal. Wir züchten mal mit Lady. So, wir haben eine 46%ige Chance auf einen amerikanischen Traber. What? Und 46 auf ein Quarter. Blau wäre cool. Und es wird blau. Wunderbar, wir haben ein Quarter. Und was für ein Quarter ist es?
Ein Hengst, schade. Jack, aber es macht nichts. Wir können auch einen Hengst gut gebrauchen. Wie gesagt, wenn ich sowieso mal irgendwann noch meine Stufe 4er Quarter erzüchten möchte, dann wäre ein Quarter schon sowieso auch mal schick. Und durchs Beschleunigen ist es auch sogar direkt fertig geworden. Muss ich jetzt mal gucken. Ich hoffe, wir haben noch Platz. Was warst du nochmal? Du warst auch in Shire, ne? Matt. Ja. Dann tut mir leid, aber dann werden wir die verkaufen. Es bringt nochmal Diamanten und wir brauchen Platz und wir haben ja schon Tier 3 Shire. So. Jack. Wie hatte ich denn mein erstes Pferd nochmal genannt? Das heiß ich gar nicht mehr. Aber Jack finde ich eigentlich gar nicht so einen schlechten Namen für einen Quarter. Okay, dann könnten wir Jack jetzt gerade mal noch fertig leveln. Dann machen wir das mal gerade. Dann könnten wir nämlich mit ihm direkt noch einen weiteren Zuchtversuch starten. Beziehungsweise ich sollte vielleicht mal noch gucken, welche Rasse mein Tennessee Walker denn dann nun wirklich ist. Nein, shit. Habe ich jetzt zu schnell geklickt. Aber wo habe ich meinen Tennessee Walker? Habe ich den in Frankreich oder hier in Montana in der Oase? Naja, wir können ja gleich mal hier schauen. Als erstes, in der Hoffnung, dass es nicht abschmiert, Bluestacks steht ja mit der Montana-Oase so ein bisschen auf Kriegsfuß, leider. Das war so ein bisschen schwierig. So. Jetzt haben wir den Kleinen schon auf 5. Das ging sehr, sehr schnell. Klar, Quarter ist das Anfangswert, was man bekommt. Und dann noch auf Stufe 1. Das levelt sich wie von selber. Also die Quarter sind ja eigentlich auch schön, ne? Die Mustangs sind auch sehr hübsch. So. Gut. Wir gucken mal gerade hier rein. Das könnten wir doch eigentlich auch hier sehen. Oase. Galaxy? Das ist... Shiva? Was ist denn Shiva? Shiva ist ein irisches Sportpferd. Ach, hier steht unser Rocky Mountain. Lilly. Ach Gott. Ja, gucke mal an. Und Galaxy ist ein Hannoveraner. Das heißt... dann müsste... Wisst ihr was, kommen wir machen mal eben kurz England und Deutschland noch, weil da müssen wir heute ansonsten nicht mehr hin. Und danach gucken wir ein bisschen... gucken wir noch, dass wir den Rest noch... dass wir es noch hinbekommen. So. Ich bin gefragt worden, warum ich Daria nicht verkaufe, weil ich mit ihr nichts mache. Ich finde, Daria ist ein sehr hübsches Stütchen, unser Ohrlauftraber hier. Und ich wollte irgendwann auch mal ganz gerne noch mit den Ohrlauftrabern weiterzüchten. Und deswegen habe ich Daria noch nicht verkauft und werde sie auch nicht verkaufen. So, Deutschland. So, momentan unsere einzige Hoffnung auf Smaragde bis zum nächsten Event. Oh, das ist so ärgerlich. Ich hoffe, das Pferd kostet nicht zu viele Smaragde. Ich hoffe, wenn es 30 sind wieder, dann brauchen wir 10 Tage ungefähr. Das ist trotzdem ärgerlich. Das hier dauert noch eine Weile. Und hier haben wir jetzt einen Rubin rausbekommen. Wir buddeln mal weiter. So, haben wir hier noch irgendein Level abgehabt? Noch irgendwas, was interessant wäre? Nö. Sieht nicht so aus. Aber wir können hier noch weiter trainieren. Ich ernte heute erstmal nicht ab, weil ich... Das ist jetzt doof, dass wir 2 Rocky Mountains haben. Ja. Na gut, das ist jetzt auch nicht so tragisch. Hier bin ich noch weiter am Einladen fleißig und dabei, mir Sachen zu verdienen, um die letzte Aufwertungsstufe hinzubekommen. Warte mal, wir können noch hier. Der erste Stummfilm von Edward Muybridge dauert 3 Sekunden und zeigte ein galoppierendes Pferd, trinkendes Pferd, trabendes Pferd. Es ist das galoppierende Pferd gewesen. Füll die Lücke. Pferderasse, bayerisches. Warmblut, Schlammblut, Reinblut. Das hatten wir schon ganz oft. So, wie heißt der französische Film von 2013, in dem Pierre Durand Junior zum Springreiter wird? Jappeloup, Seabiscuit oder Ardennais? Das ist natürlich Jappeloup. Den habe ich hier stehen als Blu-ray und habe ihn tatsächlich noch nicht ein einziges Mal gesehen. Weil, mein PC, ich habe zwar ein Blu-ray-Laufwerk, aber ich habe kein Programm, um Blu-rays abzuspielen. Das macht ja der Media Player nicht. Und
den Film drüben zu gucken, ich habe Fabi bislang noch nicht dazu bekommen, dass wir den mal zusammen gucken oder so. Deswegen muss ich mich da noch ein bisschen gedulden. So, das heißt ja eigentlich, dass es hier sein müsste. Mein Tennessee Walker. Falsch, das ist, ist der Stall, den ich... Okay, hier spinnt anscheinend die Anzeige. Ah, jetzt geht's weiter. Alf ist ein... Nee, Alf ist ein Anglo-Normanne. Charm ist ein Celle-Français. Das ist Pura, niederländisches Warmblut. Leandrina ist auch ein... Hä? Wir haben noch einen Platz frei. Wo haben wir denn einen Tennessee Walker? Wir müssen, glaube ich, mal reingehen. Das verstehe ich ja jetzt überhaupt nicht. Wo ist denn jetzt... Das ist das letzte Mal mit dem Rocky Mountain, da habe ich es auch übersehen. Das wäre jetzt extrem, extrem ärgerlich, wenn ich es übersehen würde. Jetzt lad doch mal nach hier. Mensch. Ach komm. So. Alf war der Anglo-Normanne. Charm ist es nicht. Pura ist es nicht. Viking ist es nicht. Leandrina ist es. Wo haben wir denn bitte ein... Hä? Aber da stand doch hier drin im Horsepedia, dass wir einen Tennessee Walker hätten. Nee, haben wir nicht. Wir haben ihn mal irgendwann gezüchtet. Aber haben keinen mehr. Ah, komm schon. Den bekommen wir aus Andalusia. Quarter, Andalusia, Mustang. Oh. Wie bekommen wir nochmal den Andalusia? Quarter, Missouri, Foxtrotter, Quarter, Tennessee Walker, Quarter, Mustang. Canadian Pacer Mustang, Canadian Pacer amerikanischer Traber, Canadian Pacer Quarter. Haben wir denn ein Canadian Pacer Stütchen? Nein, wahrscheinlich mal wieder nicht. Aber war nicht auf dem amerikanischen Markt eben Canadian Pacer? Oder waren das nur Canadians? Da hat gerade die Nanny hinter mir gegrunzt, die Honey. Canadian Pacer Stütchen, oh mein Gott. Und das ist nicht mal wirklich teuer. Dann können wir doch noch irgendjemanden in die Oase schicken. Haben wir denn noch einen Platz frei hier in der Oase? Ja, haben wir. Oh, 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 das ist cool. Dann mach's gut, Lady. Du musst mal Platz machen für ein Canadian Pacer Stütchen. So, zack. Ganz nach unten. Canadian Pacer, Niki. Der Name kann auch bleiben. Der ist knuffig. Den finde ich süß. Passt so. Alles gut. Jetzt würde ich die noch... hochfüttern. Das klingt, wir mästen sie. Wir füttern sie jetzt noch bis Level 5. Boah, es wird wieder eine lange Folge heute. Und dann können wir nämlich einen Zuchtversuch starten. So, jetzt müssen wir gleich ausmisten. Nee, weil dann möchte ich das nämlich jetzt schon mal vorbereiten, dass wir nicht nur diese anderen Aufgaben machen können, sondern auch dieses Besitze einen Paint Horse der Stufe so und so. Das wäre ganz cool, wenn wir wenigstens eins davon fertig bekommen könnten. Das wäre ganz schick an für sich. So, nee, weil die Canadian Pacer, die ich habe, sind nämlich meines Wissens nach, sind die nämlich tatsächlich alle männlich. Und jetzt hat sich nicht ernsthaft, doch, Bluestacks hat sich aufgehangen. Och, das muss doch jetzt nicht sein. In der letzten Minute noch. Ja. Dann muss ich hier mal einen Cut machen und wir sehen uns gleich nochmal wieder. So, da bin ich wieder. Wir gehen mal wieder zurück zu Niki in den Stall. Ja, das ist momentan irgendwie ein Problem, was ich relativ häufig habe, dass sich das komplette Bluestacks aufhängt. Und ich dann halt Horsehaven nicht mehr neu starten kann, sondern komplett Bluestacks. Und dann muss ich die Aufnahme unterbrechen. Das ist immer ein bisschen blöde. So. Zack, 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 zack. Noch ein bisschen Soja in den Trog rein. Das bringt direkt viel. Wir sind direkt Level 3 geworden.
Jetzt ist auch noch Horsehaven wieder abgeschmiert. Also jetzt auf den letzten paar Metern will mich das Spiel heute nochmal richtig trollen in der Aufnahme und mir nochmal alles kaputt machen hier. Mensch, es hätte so schön sein können. Okay, ja, da müssen wir jetzt gerade halt nochmal ein bisschen warten. Denn ich will definitiv noch mit euch den Zuchtversuch machen. Ich hätte ja so sagen können, nö, pff, dann mache ich das halt im Off, aber ich möchte es gerne gemeinsam mit euch machen. So, dann kann mich das Spiel trollen, wie es will. Es wird nicht gewinnen. So, grünes Futter haben wir hoffentlich noch. Jo, sehr gut. Aber das bringt, glaube ich, nicht so viel. Hm. 31, doch, ganz gut eigentlich. Fast Level 4. Komm, das mache ich jetzt mal ein bisschen weiter. Das dauert mir jetzt zu lang. Strawberry Cheesecake. Das reicht für Level 4. Aber ihr seht, hier müssen wir schon ein bisschen mehr machen jetzt beim Canadian Pacer, um sie auf Level 5 zu bekommen. Mit dem Quarter eben ging das ratzfatz total schnell. So. 10. Das reicht immer noch nicht. So, aber die Weintrauben, die bringen nämlich jetzt mehr als 3. So. Jetzt haben wir auch Niki auf Level 5 und damit zuchtbereit. Gut. Oh, die sind so hübsch, die Canadian Pacer. Ich finde das so toll. Deswegen wollte ich die auch immer mal noch weiter züchten. Okay, gut. Canadian Pacer und Quarter. Die beiden packen wir jetzt hier mal in den Stall rein. Jack und Niki. Das ist so günstig. So, mit 34%iger Wahrscheinlichkeit wird es ein Canadian Pacer, mit 40 ein Quarter und mit 26 ein Missouri Foxtrotter. Dann hoffen wir doch mal auf Pink. Und es wird ein Quarter. Diesmal wird es ein Stütchen. Ja gut, das ist jetzt auch nicht so tragisch. Dann muss ich hier nochmal gucken, dass ich ein bisschen umschichten muss. Haben wir denn hier noch Platz in der Oase? Ich weiß es gerade nicht. Ich werde auf jeden Fall mal schauen und ja, morgen geht es dann ja schon weiter. Von daher, wir haben noch eine Aufgabe abgeschlossen. Kaufe ein Pferd auf dem Markt von Homeford. Habe ich aber gar nicht. Ich habe hier eins gekauft in Montana. Aber gut, die 500 Erfahrungspunkte nehmen wir natürlich gerne mit. Ich verabschiede mich jetzt nach einer, ich glaube, 22-minütigen Aufnahme. Und morgen geht's dann weiter. Mal gucken, ob wir dann mit der Zucht weiter vorankommen. Also, macht's gut. Tschüss.